Wollten Sie den Bundesrat selber können wählen? Ja, sicher. Wieso nicht? Wen würden Sie wählen? Das weiss ich nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus mit dem Bundesrat. Sie kennen sich nicht aus, aber Sie würden dann doch wählen? Ja, ja. Aber wenn Sie jetzt einfach jemanden nehmen, den Sie kennen, und den würden Sie dann wählen? Ja, dann vielleicht schon, wenn ich jemanden gut will kennen, ja. Kennen Sie gar niemanden gut? Nein, eigentlich nicht. Also Sie kennen gar niemanden gut? Nein, ich wohne jetzt im Tessin und dort unten kennt man sowieso niemanden. Wille? Ja, einen guten. Sie können einen auswählen. Ihnen fällt kein guter rein. Nein, ist aber auch im Moment kein guter Name. Wenn Sie könnten jemanden auswählen, den Sie jetzt in die Regierung wählen wollen, wen würden Sie nehmen? Irgendjemand? Aha, meine beste Kollegin. Wie heisst sie? Sarah Kunz. Also Sarah Kunz im Bundesrat. Danke vielmals. Die Frauen würden den Schönsten einfach wählen. Und wen würden Sie wählen? Genau, die Frage ist nicht erlaubt. Wieso nicht? Wählen. Das ist nicht erlaubt, mich zu wählen. Wieso nicht? Ich arbeite im sozialen Bereich. Ja, vielleicht hätten wir dann mal ein bisschen solche, die ein bisschen Peitschen würden zeigen. Im Moment wüsste ich keinen. Dann lassen wir es mal noch offen, die sieben. Aha. Aber ein bisschen härter, wieder mal Schweizer sein, nicht immer kriechen. Also ein härterer Schweizer mit Peitschen, aber wir wissen noch nicht wer. Ja. Schon wieder der gefällt mir. Den würden Sie wählen? Ja. Welches Departement? SP. Wissen Sie, wer der Bundesrat ist? Nein. Der Bundesrat? Keine Ahnung. Noch nie gehört vom Bundesrat? Nein. Frau Wittmer-Schlumpf? Würde ich nicht wählen. Nicht wählen? Nein. Warum nicht? Das ist unsympathisch, ist eine Frau. Sie hat gar keinen Wunsch? Nein, ich habe schon genug anderes zu tun. Ja, ich würde es noch meinem Mann antun. Wissen Sie, der hat noch gesunde Ansicht, wenn er daheim ja schon nicht viel bringt, aber dort oben vielleicht etwas.